Sollte man denn doch tatsächlich was sehen, ne? Aber ich muss mir natürlich erstmal gucken, wie es hier aussieht. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Mit meinen Herrschaften hier, ob die noch zufrieden sind. Er lächelt noch, also ist alles gut. Abraham, da müssen wir tatsächlich noch rein. Der muss hier noch für 2000 das kriegen. Der kriegt momentan einen Lohn von 30. Eine Kellnerin könnten wir noch einstellen, wenn es knapp wird. Momentan ist es ja knapp. Was sagt der Kalender? Haben wir was geplant? Wir haben nichts geplant. Wo sind denn diese... Die sind... Nein, das sind die Speise... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erhöhe das Level eines beliebigen Mitarbeiters. Serviere einen ganzen Tag Hauptgerichte, Suppen oder Desserts. Das sollten wir demnächst mal so ein bisschen in Aufgabe nehmen. Das ist das. Achso, das ist der Kalender. Wo sehe ich denn? Hier sind die Menüs. Die haben wir alle aufgelevelt. Hier ist Käse, den ich mit verkaufen könnte. Den würde ich aber da lassen wollen. Für diese Abend, für diese Gala-Diners. Phoenix! Phoenix of the Night. Okay. Ich lese, ich sehe. Hallo Kai, einen wunderschönen guten Abend. Er ist Phönix Satan. Er ist Phönix Satan. So. Also wir servieren hier alles immer, würde ich sagen. Die Forschung. Hier brauchen wir noch 3 rote. Die müssen wir auch noch dran lassen. Eine neue Bar, eine neue Etage. Wir müssen auf die neue Etage kommen, ne? Das ist, glaube ich, jetzt momentan das Wichtigste. Was ich immer noch nicht... Wo finde ich denn diese... Ach, dann muss ich hier raufgehen, ne? Zehn Käse brauche ich dazu und das Käserezept und 1000 Punkte. Okay, wie beim Schuster bei unseren Leisten. Und starten mal den neuen Tag. Ach, die können wir auch noch wieder losschicken, ne? Stimmt ja. Der ist abgeschlossen. War erfolgreich. 4 Bohnen. Dann werden wir noch mal Käse besorgen. So, Pilze, kriegen wir die zusammen? Ja, kriegen wir, okay. So, dann schauen wir mal, ob unsere Köche hinterherkommen. Hier ist alles da. Miri hat mir gesagt, man kann das rüberziehen, aber ich will das noch gar nicht rüberziehen. Nee, kann ich nicht. Eure Abenteuer an, um die Zutaten zu erhalten. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist Schinken. Du Fasjem, einen wunderschönen guten Abend. Hier wird wenigstens nicht so eklig gekocht wie bei Epic Chef. Ja, das stimmt. Und einen wunderschönen guten Abend, liebe Julia. In diesem Spiel, liebe Julia, baust du dir eine Taverne auf. Wir befinden uns jetzt noch im ziemlichen Anfangsstadium. Erste Etage, die Tische sind einige schon vorhanden. Irgendwann wird es eine nächste Etage werden und dann irgendwann später ein Hotel. Dementsprechend musst du Personal anstellen, die hier ihre Pflichten wahrnehmen.
Ach, siehst du ja, bevor hier wieder nochmal hier alles auffüllen. Wasser, Bier, Ale, Milch, alles, ne? Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen, das nützt ja nun mal nichts, ne? Nein, ich habe vorgespult. Also die normalerweise laufen sie etwas langsamer tatsächlich. Das ist so die Geschwindigkeit. Wir können den Apfelkuchen aufleveln. Der hat schon zwei. Oha, der hat schon zwei Sterne. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Lavisina. Ich glaube, wir müssen die mal ein bisschen doch anders bestücken, die hier. Dass die alles machen, ne? Die sollen mal ruhig alles machen. Weil die Getränke kommen gerade nicht rechtzeitig an die Plätze, ne? Alice noch. Zieh das mal ein bisschen höher jetzt. So. Da steht nämlich viel zu viel Essen und Getränke rum. Oh, 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 oh. Wie viele Getränke da rum. Ah, jetzt werden sie alle weggeholt. Okay. Und sie schreien die Köche immer noch an, immer noch vom Feinsten. Und ein weiteres Menü hat aufgelevelt, und zwar die Obstschale. Wahrscheinlich sehr gern gesehen. So, wir haben Plus gemacht. 1760 Plus. Das ist doch gut. Getränke verkauft, 1269. Bonis bekommen und Essen verkauft. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, räumt auf, macht sauber, meine Lieben. Räumt auf und macht sauber. 3864 haben wir. liebe Sonja, ich übersehe dich mächtig, weil ich mich tatsächlich gerade aufs Spiel konzentriert habe. Verzeihe mir ein weiteres Mal und wünsche dir einen schönen Abend. So. Alle Gäste dieser Veranstaltung wurden bedient. Du hast 200 bekommen. Stimmt, die wollten ja nur Dings. Die wollten ja nur Limonade und Wasser, ne? Sind ja nur 20 Leute. Die sind auch schon wieder da. Der Schinken ist angerollt. Jawolla. Ich würde gerne noch mehr Schinken besorgen. Was ist das hier? Das kostet 600, ne? Kriegen wir nicht zusammen. Nee. Machen wir Kokos. Wegen drei Kokosnüsse schicke ich so viele Leute los am Moors. Komm, besorg Käse. Pilze, wie sieht's da aus? Jawohl, können auch besorgt werden. Schluss mit Verzeihen. Dann habe ich ein Problem, glaube ich. Das war vielleicht nicht der beste Umstand hier jetzt, aber ich komme ja hier nirgendwo weiter, ne? Ich muss ja dort. Unsere Köche haben jetzt heute tatsächlich nichts zu tun. Und der Barkeeper möchte leveln. Und ist glücklich. Na, siehste. Unser Barkeeper möchte leveln. Das möchte noch jemand leveln. Ah, nee, wir können noch einen Koch mehr einstellen. Ja, wollen wir das? Nein, ne? Ich glaube, wir haben genug Köche.
So, wir erforschen mal die. Weitere Bar. Und wir haben hier einen weiteren Schritt gemacht in unseren Aufgaben. Ja, der Verdienst war jetzt nicht so gut, ne? Aber besser wie gar nichts. Nächster Tag, nächstes Glück. Klar darf man bei der bei der Taverne rauchen. Okay, ich hätte wieder beraubt werden können. So, wir haben neuen Käse erhalten, wir haben Pilze erhalten. Oh, Fisch. Oh komm, wir nehmen Fisch. Kriegen wir die zusammen, die 100? Natürlich nicht. Wie soll man das denn schaffen? 160. Schwierigkeit 120. Paar Böhnchen können wir noch mitnehmen. Besitze 15 Dekorationen. Okay. Wir haben 11. Noch sind sie alle glücklich. Ach, hier wollte ich dem ja noch, ne? So. Der ist jetzt gerüstet. Und kann jetzt sie alle Diebe davonschlagen. Sehr gut. Rauchertaverne ab 18. Ja, unsere Köche, sie schuften. Sie schuften sich einen Wolf. Aber sie stehen auch. Und solange sie stehen, ne? Sind die noch nicht überfordert. Wenn man mal genauer hinschaut, hier sind schon die neuen, die guten Tische. Hier stehen überall noch die alten Tische. Das heißt, wir werden demnächst hier auch nochmal bei den Tischen. Die schweren Tische kosten 700. Kleiner Luxustisch. Luxustisch für 4 Personen. 1200. Also Geld verdienen müssen wir hier noch vom Allerallerfeinsten. Da kommen wir nicht drum rum. Ich habe das Spiel in 8 Stunden durchgespielt. Mit allen drum und dran? Oder auch hier die Tische so gelassen, wie sie sind? Ja, wir können ja schon mal gucken. Die nächste Planung ist geplant. Wollen wir die mal machen? Komm, wir machen die. Das Käserezept haben wir noch nicht, oder was? Doch, wollte ich gerade sagen. Wir haben das doch. Oh, wir haben Miese gemacht. Na, sowas. Und wir beginnen den neuen Tag. Wir kaufen ein. Wir füllen die Bar auf. Andrero, dein Zap. 9 Monate schon. Das Baby kommt bald. Das Baby ist da. 9 Monate schon. Dankeschön, lieber Andrero. So, die lassen wir jetzt mal alle hier ankommen. Ich will auch mal einen großen Trupp losziehen. Lassen. 160. 3, 4, 5, 6. Kommen wir nicht klar. Sichere Straßen könnten wir machen. Ein Menü hat gelevelt. Nee. Doch da. Die Kirschtorte hat gelevelt. Wow.
Liebe Sonja, schlaf gut, süße Träume. Weiß gar nicht, musst du schlafen oder gehst du heute noch los? Sind sie noch glücklich? Sie sind alle noch glücklich, so wie es scheint, ne? Ja, ja, ja. Einen Koch brauchen wir noch nicht. Noch schaffen die Köche das. Noch nicht. Wir müssen sparen. Klar gilt hier die 2G-Regel. Der ist 2 Meter von dem entfernt. Mehr bedeutet 2G nicht hier. Ich brauche unbedingt Klimpergeld, ne? Unbedingt Klimpergeld. Okay, warte mal, da stimmt irgendwas nicht. Oha! Stimmt, wir haben ja 2 Kisten, ne? Nee, haben wir nicht. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, abräumen, ne? Meine Lieben, abräumen. Heute ist Dienstag, der 5. Februar. Okay. Los geht's. Die Bohnen sind auch angekommen. Gib mir bitte, 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 bitte. Wir brauchen Fleisch. 237 Tacken. Deine Band könntest du auch mal, das kostet mehr Geld. Ah, heute ist Dings, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass uns mal schnell das Weinfass auffüllen. Der würde 14, aber wir können es machen, ne? Komm, wir machen das mal für morgen. Kostet zwar mehr Geld, aber dann warten die auch länger und sind geduldiger. Denn nichts ist schlimmer als meine Angst, dass die gehen wollen. So, du levelst auf, aber dich machen wir mal ein bisschen günstiger, ne, mein Freund? Solange du lachst, ne? Der kriegt schon 86, guckt euch das mal an. Mann, 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 Mann. Hier, Maria. Wir machen die mal ein bisschen günstiger. So, und dann kann sie leveln. Wir lassen sie mal schön am unteren Limit. So. So, und zum morgigen Tag spielt dann hier eine 2-Mann-Band. Sodass wir hier keine wütenden Gäste bekommen. Die Forschung ist durch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier weiter mit der Forschung. Und auch ein Gericht hat gelevelt. Warum sehe ich es nicht? Der Käse hat Levelaufstieg. Oh, oho. So. Die scheinen sehr zufrieden gewesen sein, die Herrschaften. 887, na, wenn das mal nichts ist, ne? Kann man ja nichts sagen. Hier nochmal nach, da brauchen wir nicht, die haben ja nicht gekocht. Und hier... Das Geld nehmen wir auch mit. So. Dafür ist der Spaß größer. Niemals eine Stelle bei Andrina annehmen. Die kürzt immer den Lohn. Nein, sie zahlt nicht mehr, als sie muss. Das ist was anderes. Außerdem, liebe Julia, bist du eh schon bei mir angestellt. Also das ist jetzt wahrlich zu spät. So. Bediene 126 Kunden. Na, herzlichen Glückwunsch. Einen haben wir bedient. Dann du halt ein Bett, bis wir diese Aufgabe fertig haben.
Die Forschung läuft, die Abenteurer sind da. Oh, diesmal haben wir viele, ne? Oh, der 200. Ach, Mann, was ist denn los hier? Leute, was ist los hier? Käse. So, Erdbeeren. So, und einer bleibt sitzen. Also noch funktioniert das ganz gut, aber die Köche sind gut beschäftigt heute. Und unsere Tresentanten sind auch sehr gut beschäftigt. Wenn Tiptop mit Andrina zusammenspielt, dann ist das immer lustig, das stimmt. Ich habe am Ende 6 Köche, 2 Barkeeper, 2 Kellnerinnen pro Etage. Och, du himmlischer. Wie soll... Wie viel? 10 Kellnerinnen pro Etage. Oh Gott. Also solange die das hier noch schaffen, würde ich das jetzt noch dabei belassen. Spart eine Menge Geld. Und unsere Hühnchenschüssel ist aufgelevelt. Wie ihr seht, 2 Musikanten sehen schon etwas merkwürdig aus, die Gutsten, ne? Der Running Gag läuft nicht mehr, liebe Julia. Der Running Gag mit den Habt ihr Hühner, der läuft nicht mehr. 1998, das ist Hammer. So, lassen wir sie aufräumen, lassen wir sie rennen. Bevor wir den nächsten Tag beginnen. Wenn wir jetzt Preise ändern, ne? Warte mal. Wie viel Preise hatten wir? Wie viele Gäste hatten wir? 98, ne? Da kann ich doch die Preise so ein bisschen erhöhen, oder? Wenn wir jetzt die Preise erhöhen... Ah, das ist zu viel. Nee. Muss schon da bleiben. Okay. Auffüllen. Hier kann ich leider nicht auffüllen. Leider. So, neuer Tag, neues Glück. Du musst nachher später die Tische dicht an dicht stellen. Ist es dann nicht ratsamer, lange Tische zu nehmen? Wir kriegen ein bisschen Schinken rein. Sehr schön. Aber das reicht ja wieder für nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Nehmen wir mal ein paar Pilze. So. Die Ladies stehen ja noch zu ruhig rum, ne? Lass das mal normal laufen und dann können wir hier nebenbei ja mal... Stimmt, die neue Veranstaltung können wir ja auch posten. Hier fehlt uns noch das Rezept, ne? So, wir können nämlich auch noch mal ein bisschen dekorieren, Dekoration. Das Hübscheste ist das alles nicht, ne?
So. So, soll reichen. Das erste, damit wir erstmal unsere Aufgabe erledigt haben. Hier oben, zack. Wir brauchen nämlich das Erdbeerrezept. Also noch 4 Pünktchen, dann haben wir das Erdbeerrezept und dann können wir auch die nächsten antanzen lassen. So. Gib Gas, Marianne, gib Gas. Wir können jetzt 178 Gäste empfangen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Preise erhöhen würden. Ja. Machen wir das mal so, ne? Wir müssen ja zu Geld kommen. Irgendwie müssen wir ja zu Geld kommen. Die Köche stehen rum.